Leute, was geht ab? Wir sind die Ravennas heute und unseren geliebten Bruder John, denn der ist leider krank. Immer ganz noch. Schlimm, immer noch. Wirklich seit 2 Wochen jetzt schon. Der hat leider so eine Krankheit, Digga. Das ist. Ich glaube, das heißt sogar Krätze. Das heißt wirklich Krätze. Richtig schlimm, Digga. Seine Haut einfach als. Will man nicht sehen. Richtig schlimm, der Arme. Jedenfalls, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Ich und meine Schwester übernehmen für diese Woche und. Hoffentlich ist er nächste Woche wieder dabei. Und hoffentlich gefällt euch auch so die Konstellation. Ja, wir reagieren. Seht ihr unsere Couch? Ja, Mann, Leute, neues Umfeld, Digga. Das haben wir voll vergessen, ey. Leute, wir haben uns so viel Mühe gegeben dafür. Wir haben selbst so Schallabsorber-Dinger gebaut. Sofa, so viel Geld investiert, Alter. Guckt euch den Sofa an. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Ja, Mann. Fangen an mit Samra. Ich schwör's dir, ich würde so die ganze Zeit reden. Und Jumper, der hat extrem viel Zeit darin investiert, deswegen. Ja, Mann. Okay, let's go! Wie heißt der Song? Egal wie hoch. Oh, ich glaube, es wird so ein Pop-Hit. Gar keinen Bock. Also, was hab ich Bock? Aber mal sehen. Jumper! Egal wie hoch der Preis. Valentino Kleid, ich schul dir davon 2. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Was? Digga, wenn das. Ganz kurz, Müll. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Ach so. Das ist diese Line. Das war unter anderem auch bei Boss Explosive, der die schlechtesten Deutschland war jetzt. Aber diese Lines hatte jeder Affe in Deutschland. Ach so, okay. Und das zeigt mir schon, das ist so schade, weil ich glaube, Tag 32 ist ein krasser Typ. Ich frag mich, warum? Nee, Tag 32 ist ein krasser Typ, ich glaub's nicht. Ja? Aber dass man schon mit so einer Line in den Intro von diesem Song reingeht, das ist einfach nur, boah. Ich frag mich, ich meine, Rapper... Die lange im, okay, Samra ist jetzt nicht so lange dabei, aber ich meine, der war auch lange selbst Rap-Hörer. Der muss wohl wissen, was für Lines es gibt, was für Lines nicht gibt. Ich glaube, der hatte die Lines schon selbst. Warum machen die das? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das haben wir nur, wenn ich das höre, ich denke mir so Thematiken, immer. Thematiken, Lines, Wiederholungen. Ich fand es einfach nur schade. Ja, okay, aber Songtechnik. Bukini über'n Kudamm heiß. Mein Herz ist kalt, doch die Bitch neben mir heiß. Valentino Kleid, ich hol dir davon 2. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Warte mal, das ist doch schade. Was denn? Samra ist doch, ich meine, wenn wir uns die Liste angucken, ist Samra immer so, wie wir uns denken, nice. So, ich meine, wo wir uns denken, einer der Besten immer von der Liste. Vom Ding, einer. Ich will's nicht wiederholen, aber ich sehe die Liste und da sehe ich Samra und da habe ich eigentlich ein positives Gefühl. Ist, kann man sich mal anhören. So dieser Vibe. Okay, ja. Und da gebe ich mir das. Und ich will nichts Schlechtes zu sagen, aber ich muss. Okay. Ich will es ja eigentlich gar nicht. Ja, komm, gib mir uns den Part. Egal wie viel auf dem Konto, vielleicht komm ich morgen schon Gott holen. Viel wach, denn ich schlaf nicht wie London. Bin im Ghetto wie Big oder Shankon. Bretter, im Lamborghini Urus, egal bei welchem Wetter, ja mein Leben mucho gusto, Gangster wie... Aber ich mach grad wieder Fahrt. Ja, okay, der Anfangssong war auch richtig krass. Frank Lucas, schon wieder Nase zu, Bruder gib mir 6 Super, baller ein Rangy nach Malibu, weit auf Astoria, die Bitches auf Speed, ich will nicht ein Zimmer, ich will eine Suite, verbrenne die Modeboutique und hab mir die Krone auf der Rolli verdient. Okay. Egal wie Part, komplett konträr zum Refrain, der Part war nice. Ja, der Part war gut. Gut geflowt, zwar thematisch, ja, bla bla bla, selbe, aber war nice gemacht. Mhm. Und diese mit Gusto, mucha Gusto, krass. Das war so, Samra schafft's immer mit seinen Lines zumindest, so ein, was, Atmosphäre zu erschaffen. Mhm. Was ist mit den Lines, mit dem Flow? Mit seiner Art. Aber oft reicht das nicht mehr, das muss man dazu sagen. Wobei, hier gefällt's mir sehr. Überall stark, ja. Egal wie hoch der Preis, Valentino Kleid, ich hol dir davon 2. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Wenn ich im Lamborghini über'n Kudamm heiß. Takt, endlich.
Digga, jetzt, guck mal, jetzt hör zu. Takt ist gefühlt. Leute, ich hab letztens eine Line geschrieben. Wie ging die nach? Warte, wie ist es? Ich hab bestimmt deine Lyrics sofort packt und auf einen Mixo-Beat gepackt. Das ist die Formel für den Industrie-Kanak. So. Ah, das ist was wie. Ja, so. Mix, Takt und einen Producer und du schreibst und nimm einen 015 Kanaken und du hast einen Hit. Sieh mich ungebremst an die Kreuzung fahren. Mit einem Benz aus den 90er. Mach mir nicht auf Adab Yanni oder Walla Yanni, weil du Tori in Kreuzberg warst. Air Force weiß, aber schwarzes Herz. Gold an den Wänden wie Dagobert. Lauf in die Schickeria mit bei Gypsy-Brüdern, so als wenn das ein Laden wär. 6-5, oh, Berlin. Hier ist jede Woche Zeittag. Wow, oh, dieses 6-5, Berlin. Ja, das war super, das geiler Flowwechsel. Das erinnert mich aber voll an irgendwen. Ja, aber auch, ich höre Bad Lamps J in jeder Zeile raus. Vom Stil. Vom Stil. Ja. Von der Rhythmik, ja. Und von der Geschwindigkeit auch. Ja, schon. Aber irgendwie anders. Aber Ding, der ist voll gut. Das ist krass, Takt ist krass. Ich höre den zum ersten Mal. Gefühlt. Nee, wir haben den bei Dings gehört. Sorry, not sorry. Batman's Jay und Monet. Ah, okay, ja. Da hast du den schon mal gehört. Okay. Sechs Jungs, verdien hier in einer Stunde wie ein Zahnarzt. Dein Lieblingsrapper eine Strophe reicht. Krass. Deine Top der neuen Mode-Hype. Lass mich auf keine Diskussion ein. Ich schuld's mir. Warte mal, deine Topline nur ein Mode-Hype? Warte, ganz kurz. Dein Lieblingsrapper eine Strophe reicht. Deine Top der neuen Mode-Hype. Was? Deine Top 10 nur ein Mode-Hype? Mode-Hype? Warum deine Top 10? Mach nochmal ein Schirm. Dein Lieblingsrapper eine Strophe reicht. Deine Top der neuen Mode-Hype. Ich weiß es nicht. Deine Top 10 nur ein Mode-Hype. Was soll der damit sagen? Kann ich dir nicht sagen. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Wenn ich im Lamborghini über Kudamm heiß. Mein Herz ist kalt, die Bitch neben mir heiß. Wirklich, ist schon aber ganz große Kunst, diese Line so oft in einem Song zu wiederholen. Ich hätte diese Line, wenn man die bringen will, versteck die doch im Part. Aber nicht im Refrain, wo du die 10-mal wiederholst. Aber insgesamt geiler Song. Ich mach den Song auch. Hat einen netten Sound. Takt kam so krass. Ja. Takt kam so nice. Oh, aber der hat mich an irgendwen anderen erinnert. Ach. Ich würde es dir am liebsten sagen. Egal. Kann auch sein, dass du gefühlt für halb Deutschrap schreibst. Nein, irgendwer. Egal. Vielleicht komme ich irgendwann mal drauf. Ja, Mann, warte, lass mal nur noch kurz auslaufen. Nicht schreibt, einfach vom Sound. Nicht vom Style, sondern vom Sound. Next Hype. Videoproduktion eventuell? Yep. So Leute, das war unsere Reaction zu Samra, Takt und Jumper. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mal einen Daumen nach oben, das würde uns wirklich sehr freuen. Und abonniert diesen Kanal. Wir haben uns viel Mühe gegeben, damit ihr hier noch viel bessere Qualität habt im Video. Und ich hoffe, das kann man auch sehen. Ja. Gebt Kommentare zu unserer Couch ab. Ist so. Wir sitzen wieder. Leute, unten in der Beschreibung haben wir eine Telegram-Gruppe. Ist steigt so. Dort mit dazu. Und folgt uns auf Insta, wird uns sehr freuen. Assalamu alaikum. Bye, bye. Rolli Eis, aber ich hab keine Zeit. Rolli Eis! Meine Rolli.